Then I hereby declare war on you all. The fourth great ninja war. Moin Sheppes, willkommen zurück zum großen Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Zufallsturnier. Ja, die Qualifikation beginnt. Die Qualifikation fürs Achtelfinale. Die Vorrunde ist vorbei. Danke an alle Leute, die mitgemacht haben und leider schon rausgeflogen sind. Ihr habt wirklich eine satte Leistung abgegeben. Muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Teilweise ja, teilweise eher weniger. Aber ihr habt die Videos ja gesehen. Jetzt geht's hier um die Wurst. Um die Qualifikation, um den Einzug im Achtelfinale direkt. In der ersten Runde kämpfen gegeneinander Kiyoshi DK als Itachi 2 und Klein Ditto als Nagato. Wollen wir mal nicht lange Zeit verlieren. Lass uns mal hier die Würfel rollen lassen und los geht die wilde Wurst. In der Blitzwüste. Das klingt ja schon vielversprechend. Blitzwüste. Ist ja wie Blitztöle, nur mit Wüste. Würste. Lecker Würstchen. Los geht's. Itachi versucht es gerade mal mit seinem Krähenhagel. Wie gesagt, beide Computergegner sind auch super schwer. Ich habe manchmal das Problem, dass ich die nur super einfach gestellt habe und dann muss ich den ganzen... Ja, teilweise start den Kampf und sagt dann, oh Kacke, hast du wieder auf einfach. Mist. Ja, das ist so ein bisschen, wenn ich versuche, so ein bisschen Geld zu farmen in dem Spiel, da will man auch nicht gegen die Babos hier antreten. Obwohl, ja, so einen großen Unterschied macht das im Prinzip ja auch gar nicht. Wenn man einmal drin ist und einmal so ein bisschen online gespielt hat, dann hat man wirklich keinen Unterschied mehr darin. So. Nagato jetzt etwas offensiver. Itachi muss aufpassen. Der Erwachtmodus von Nagato ist nämlich ziemlich heftig. Immerhin hat er damit auch eine stattliche Reichweite. Das darf man nicht verleugnen. Aber Itachis Creme-Power ist ja auch nicht mal so von schlechten Eltern. Das Problem ist, dass er ein bisschen zu defensiv ist. Er könnte ein bisschen mehr reißen. Jetzt hat Nagato das Tauschjutsu sehr, sehr fragwürdig genutzt. Aber das war ja noch nicht das Ende vom Lied. Es geht ja immer noch weiter. Ja, Itachi mit einem sehr gut platzierten Wurf kann er die ganze Sache noch drehen. Er versucht es, aber seine Offensive wird ziemlich leicht von Nagato niedergeschmettert. Und jetzt ist Itachi drin. Warum kommt jetzt kein Tauschjutsu? Muss es nicht. Es kommt eine Ulti. Schön pariert. Schöne Riposte. Beide gleich auf. Perfekt gelaufen. Jetzt müssen aber beide Kontrahenten etwas aufpassen. Das heißt, wenn Itachi jetzt nicht nochmal so eine geile Nummer bringt, dann wird es auch für ihn sehr, sehr eng. Wir werden ja sehen, die beiden das versuchen zu lösen. Nagato jetzt die Oberhand. Itachi hängt in den Seilen, er ist angezählt, definitiv. Ein Schlag von Nagato und der Braten ist gegessen. Das haben wir. Erste Runde geht an Klein Ditto und Nagato. Aber, nö, ihr kennt das Spiel. Weiter geht's. Okay, jetzt muss Itachi definitiv was drücken. Er schafft es schon, die Ulti von Nagato perfekt zu parieren. Oder zumindest ein bisschen auszuweichen, das hat er gut gemacht. Jetzt ist die Frage, kann er daran anknüpfen oder nicht? Er versucht eine Ulti, aber er trifft sie nicht. Letztes Mal ging es ein wenig besser. Die hat er besser getimt. Aber das ist ja immer noch nicht aller Tage Abend. Der kann ja immer noch was bringen hier. Wenn ihr euch die Energieleisten anguckt, das ist gerade mal... Ja. Sagen wir mal so ein Zehntel. Der Energie ist jetzt weg. Jetzt kommt Itachi mit seiner Schlagkombination. Aber Nagato kontert sofort und zwar im Erwachtmodus. Das drückt natürlich um einiges mehr Schaden. Problematisch nur ist, dass Nagato sich so ein bisschen seine Reserven aufsparen sollte, das aber nicht tut. Keine Tauschjutsus mehr. Jetzt kann Itachi richtig was drücken. Aber er macht es nicht. Die Situation hat er sehr schlecht genutzt. Da hätte er mehr rausholen können. Selbst seine Ressourcen sind aufgebraucht, da hat er viel zu viel verschwendet, da hat er viel zu wenig aus den Situationen genutzt und jetzt kommt nämlich Nagato und jetzt versucht Itachi seinen Tauschjutsu verfrüht zu setzen, ist natürlich jetzt an der Wand, was Jutsu angeht und natürlich Energie, ja, da ist Nagato auch ziemlich verschwenderisch. Jetzt frage ich mich, warum Nagato nicht in den Nahkampf geht, jetzt frage ich mich, warum er hier versucht Zeit zu schinden, immerhin schafft es Itachi dadurch seine Energie wieder aufzuladen, Nagato im Erwachtenmodus. Perfekt gesetzt oder eher nicht? Ich denke eher nicht. Da kann man aber sich auch ein besseres Timing für aussuchen. Natürlich, wenn er die ganzen Energiekügelchen noch mitnimmt, dann könnte es sein, dass er den Erwachmodus noch etwas länger hinauszögern kann. Aber Itachi, immer noch stark. Er versucht jetzt, das Ganze zu drehen. Nagato hatte definitiv die Chance, diesen Kampf verheerend zu beenden. Er hat sie aber nicht genutzt. Jetzt kommt er vielleicht nochmal wieder aus seinen Pantoffeln raus. Die Frage ist nur, was er machen kann, wenn er so wenig Energie dabei hat. Jetzt versucht er nochmal alles. Jetzt geht er aufs Ganze. Mit der riesen Panda-Statuette. Itachi angezählt. Wir haben einen Gewinner.
Klein Ditto gewinnt diesen Kampf. Kiyoshi DK, tut mir leid, du bist damit aus dem Turnier ausgeschieden. Und Klein Ditto zieht damit ins Achtelfinale. Im nächsten Kampf treten gegeneinander an. Mulibert als Yamato und Krieger 96 als Minato. Also so eine Ato-Runde hier. Ato. Ato Isobengo. Oder wie sagt man? Ha, bis dann.